Hey Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns Tropica Pictures und heute gibt es mal wieder neues DaVinci Resolve Tutorial. Und zwar ist es heute ein wirklich lang ersehntes Tutorial, aber bevor ich sage, um was es überhaupt geht, erstmal hier ein kurzer Trailer. Viel Spaß! Okay, ich bin jetzt hier in DaVinci Resolve drin und wie ihr gerade schon gesehen habt, denke ich, werden wir heute den animierten Splitscreen erstellen. Beziehungsweise nur ein Splitscreen, wer will. Also, fangen wir direkt an. Gut, ich bin jetzt hier in DaVinci Resolve drin, habe hier mein Footage und ist es jetzt dasselbe wie im Video? Gut, bis jetzt passiert noch nicht viel, wir haben ein paar Soundeffekte drin und unser Footage. Das werden wir jetzt ändern. Also als erstes brauchen wir erstmal unseren Clip, den wir dazu packen wollen. Ich nehme in diesem Fall mal den Clip, den ich auch im Video, das ihr gerade gesehen habt, verwendet habe. Das ist dieser Clip hier. Und den habe ich jetzt einfach in die Timeline über den anderen Clip gezogen. Aber wenn ich das jetzt abspielen lasse, ist das kein schöner Splitscreen. Das überlagert ja das ganze Bild und das wollen wir nicht. Okay, deshalb gehen wir jetzt hier erstmal hin und ziehen den auf den Punkt, den ich mir schon markiert habe, damit das einigermaßen schön mit der Musik zusammenpasst. Müsst ihr nicht so machen. Ich für meinen Teil fand es einfach so angenehmer. Genau, dann haben wir den hier drüber gezogen und jetzt gehen wir hier in unser Transform Tool und können den hier mit der X-Achse einfach mal rüberziehen. Dann seht ihr schon, sehen wir wieder beide Teile. Das ist ja schon mal schön. Jetzt suchen wir uns so den Bildausschnitt, den wir haben wollen. Sowas gefällt mir doch eigentlich schon mal ganz gut. Ja doch, kann man so lassen. Aber das geht natürlich jetzt zu weit über. Deshalb gehen wir jetzt erstmal hier hin und wählen hier Crop aus. Mit Crop können wir jetzt hier einfach das so ziehen, dass es wieder passt. Und das ist natürlich super. Gut. Irgendwie sowas gefällt mir persönlich jetzt ganz gut. Ja, ich denke, so können wir es lassen. Und jetzt gehen wir in den Drohnenclip. Diesen schieben wir jetzt einfach auch nach drüben. Und zwar ungefähr, na, wie machen wir es? So viel, dass es vielleicht mittig ist, diese Küstenlinie hier in der Mitte. Genau, ja, irgendwie sowas, glaube ich, finde ich ganz schön. Passt. Ja. Doch, so machen wir es. Okay, aber wenn wir das Ganze jetzt abspielen, haben wir natürlich hier einen Bildschirmrand und der Clip kommt einfach rein. Klar könnten wir ab hier anfangen, dann hätten wir unseren normalen Splitscreen, dann wäre das Tutorial jetzt schon fertig, aber wir wollen ja einen animierten Splitscreen machen. Deshalb fangen wir damit jetzt an. Also ich glaube, ich habe so 10 Frames jetzt für die Animation gemacht, deshalb können wir zum Beispiel einfach 10 Mal auf unsere Pfeiltaste drücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, dann machen wir hier einen Keyframe. Dann gehen wir wieder an den Anfang des Clips, setzen hier ebenfalls einen Keyframe. Und dann sehen wir schon, hier sind ebenfalls die Werte drin. Für den Zoom sollten wir den Keyframe auch setzen. In dem Fall ist das noch nicht notwendig, aber für andere. Was ich aber meinte, war die Position, dass wir da einen Keyframe setzen. Dann gehen wir hier über diese Pfeiltaste wieder zum anderen Keyframe zurück, setzen jetzt auch bei der Position den Keyframe. Den Zoom könntet ihr auch weglassen. Aber wenn man auch Zoom-Transitions machen will für Splitscreen, ist das ganz hilfreich. So, und jetzt können wir hier bei der Position, sehen wir, ist beides dasselbe. Da wir jetzt hier einen Keyframe haben, können wir das einfach wieder auf 0 setzen. Entschuldigung. Das wäre bei dem anderen Clip so gewesen. Den hier setzen wir einfach so weit, dass er außerhalb, ganz knapp außerhalb des Bildes ist. Ja, jetzt ist er außerhalb. Zoomen wir mal ein Stückchen rein. Jetzt wäre er nämlich noch drin. So, jetzt ist er auf jeden Fall außerhalb. Genau, sehr schön.
Wenn wir das jetzt schon mal abspielen lassen, ich mache den Ton mal aus, sehen wir schon, dass wir eine Animation haben, die ruckelt gerade, da ich halt gerade mit aufnehme. Deshalb hat mein Computer gerade nicht die volle Leistung. Und dann nehmen wir den anderen Clip noch, gehen ebenfalls hier hin, setzen hier ein Keyframe, dann suchen wir uns hier oben am besten die Stelle, wo wir den anderen Keyframe gesetzt haben, klicken wieder aufs untere Video, setzen hier ebenfalls ein Keyframe. Jetzt haben wir auch hier unsere zwei XY-Keyframes. Und jetzt gehen wir hin und setzen den hier nämlich jetzt hier auf 0. Dann ist das Bild wieder schön mittig. Und jetzt sind wir an sich schon fertig, weil wenn wir das Ganze jetzt mal abspielen lassen, haben wir hier unsere Transition. Ich zeige es euch nochmal gerendert in Smooth. Genau, so sieht es jetzt eben aus und haben wir eigentlich schon eine sehr schöne Transition. Soundeffekte kann man natürlich alles noch drunter legen. Aber so haben wir doch schon eine einigermaßen schöne Transition gekriegt. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls ja, dann zeigt es uns doch mit einer positiven Bewertung oder schreibt es in die Kommentare. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt bezüglich des Themas oder wenn irgendwas nicht funktioniert, schreibt es auch einfach ebenfalls in die Kommentare. Beantworten wir auch so gut es geht. Und ja, dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr zu sagen als macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.